Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Ghule und Al-Ghule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht. Lieber misst sich die Stelle aus. Ich nicht. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Wenn du fällst, vielleicht. Ich weiß gar nicht. Boah. Ja, ich gebe dir ein Kit. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ja. Ich habe gesagt, du darfst das nicht. Okay. Er ist halt kein Parkourläufer. Da war eine, da lag ein Lego. Sagen wir so, da lag ein Lego, der ist hingefallen. Oh, das wird echt lange dauern. Wenn du fällst, vielleicht. Ey! Die blockiert die Leiter! Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuer. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Al-Ghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet.
Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Sieh das Schwert, Geralt. Okay. Okay, Y da. Schnelle Hiebe. 1, 2, 3. Und 1. Schlag richtig zu. So stark du kannst. Beim Zuschlagen nie den Ellbogen durchstrecken, junge Dame. Nimm die. Mist. Ich hab dir die Kehle aufgeschnitten. Zeitverschwendung. Genug. Was zum Kuckuck treibst du da? Und 1. Hä? Wieso? Hä? Hör auf zu prahlen, Geralt. Nicht schlecht. Was zum Kuckuck treibst du da? Führe einen starken Ring, indem du uns halt links gedrückt hältst. Zeitverschwendung, genug. Und 1. Was zum Kuckuck treibst du da? Ich versuche hier. Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Wer will nochmal? Ich glaube, zu den Paraden. Lieber mit Ciri. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Winkel? Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt, überlebe später. Konter, Schlag gegen Schlag. Drücke unmittelbar vor dem Angriff deines Gegners um einen Gegenangriff an. Hab ich doch! Ja. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Kann man sich irgendwie von springen? Na, wie lange soll ich noch warten? Und 1. Drücke unmittelbar vor dem Angriff deines Gegners, um einen Gegenangriff zu führen. Nimm dies! Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Ich weiß nicht, was gerade los ist, ey. Los, auf sie! Doch, kann man das bitte überspringen? Oh, verdammt, kann man nicht. Ich hab... Boah, das kann doch nicht angehen. Gedrückt halten, steht da aber nicht. So, junge Dame, zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Gwen an. Hör auf zu prahlen, Geralt. Ciri, Gwen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen.
du? Ohne das Quenzzeichen stünde ich jetzt in Flammen. Ahn, Geralt! Na los! Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Bringt alles aus dem Rhythmus. Zeit für Axi. Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Oh. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Los! Irden, jetzt! Zeig's ihr, Geralt! Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Wenn wird die Explosion dämpfen. Hm? Wow. Komm schon. Hehehehe